Was erwarte ich eigentlich von der Mahnwache? Was erwarte ich von euch? Von euch erwarte ich gar nichts. Ich erwarte von euch überhaupt nichts. Ich habe keine Erwartungshaltung wie eine Regierung, ein Verein, dass ihr das und das macht, was ich vorgebe. Und ich erwarte nicht, dass ihr dem folgt. Ich erwarte nur von mir. Ich erwarte von mir, die Ignoranz aufzugeben. 24 Stunden am Tag. Mehr erwarte ich nicht. Ich hoffe, wir sind da gleich. Hört auf, darauf zu warten, was andere euch an Ziele vorgeben, und macht dann so einen Spickzettel und sagt, aha, das und das habe ich gemacht, und dann findet mich Petram gut oder Greenpeace oder Attac oder Ken. Vergesst das. Kontrolliert euch selber. Macht nicht Dinge, die ihr nicht wollt, nur wenn ihr glaubt, dass Leute, die ihr nicht kennt, euch dann besser finden, als ihr seid. Das ist Quatsch. Natürlich ist das total naiv. Ja, wir kommen naiv auf die Welt, und dann wird uns ein System an Werten aufgespielt, die alle sich dadurch unterscheiden oder sich gleich sind, dass es Menschen gibt, die mehr oder weniger wert sind. Das ist Quatsch. Und das auch zu den Nationalflaggen oder zu den Religionen, alles, was das bedeuten soll. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, hat er keine Nationalflagge, hat er keinen Personalausweis, hat er auch keine Religion. Aber je nachdem, wo er auf die Welt kommt, wird ihm dann beigebracht, dass er diese Nationalflagge hat, diesen Personalausweis und diese Religion. Und die Religion sollte eigentlich dazu beitragen, zu verstehen, dass es keine Grenzen gibt, keine Nationalflaggen und keine Personalausweise. Aber diejenigen, die Religionen organisieren, die Personalausweise organisieren, diese Menschen, die wollen Grenzen aufbauen, um zu kontrollieren. Und ihr solltet euch nicht kontrollieren lassen. Und ich träume von einer Welt, wo wir keine Gaza-Flaggen mehr brauchen, weil ich nicht frage, wer bist du aus Gaza? Ah ja, ich weiß Bescheid. Für mich spielt es keine Rolle, ob jemand aus Gaza kommt, aus Stuttgart oder Kuala Lumpur. Für mich ist es ein Mensch. Es ist einfach ein Mensch. So, und ich muss mir das auch nicht aufschreiben. Für mich ist dieser ganze Quatsch von Asyl, der muss da weg, der braucht Hilfe. Hilf ihm, mein Freund. Es können doch nicht alle hierher kommen. Wenn du nicht willst, dass alle hierher kommen, dann hör auf, dorthin zu gehen und die Leute dort zu vertreiben. Deutschland exportiert in 111 Staaten Waffen. Und wir alle profitieren davon, ob wir wollen oder nicht. Wir alle profitieren, damit Geld verdient, was auch an uns mehr oder weniger ausgeschüttet wird. Wir müssen anfangen, auf diesen falschen Luxus zu verzichten. Das erwarte ich von mir. Ich erwarte von mir keine Umverteilung von den wenigen, die alles haben, zu den wenigen, die nichts haben. Weil das bedeutet, dass dieses Regierungsprinzip mit dem Wort Gier für mich noch funktioniert. Ich verteile selber um, ohne oben. Für mich gibt es nur diese Basis. Ich habe mehr als jemand anders, also verteile ich um, ohne Auftrag. Ich muss nicht legitimiert werden von einer Organisation, von einem Friedens-TÜV, um umzuverteilen. Ich brauche keinen Stempel von einem Friedens-TÜV. Wenn ich sehe, dass Dinge nicht korrekt sind, dann mische ich mich ein. Das ist ganz einfach. Und das ist auch nicht zornig. Das ist nicht zornig, das ist normal. Nur es gibt dauernd Menschen, die sagen, du bist gar nicht zuständig. Das sind Leute, die ständig zu sind. Mit irgendwas, mit Karriere, Drogen, Fernsehprogrammen, neuen Botschaften. Vergesst es. Ich finde es schön, das Schild hier, das letzte. Vielleicht kann man es runternehmen, weil das erste spielt für mich gar keine Rolle mehr. Das erste ist ein Fernsehprogramm. Für mich ist das erste Humanität, kein Fernsehprogramm. Das ist das erste. Meine Empfehlung an euch, weil ich werde oft angesprochen, hast du das gesehen? Habe ich nicht gesehen. Ich sehe ja auch das hier nicht im Fernsehen. Also kommt es nicht vor im Fernsehen. Das heißt, die wesentlichen Dinge in meinem Leben kommen im Fernsehen gar nicht vor. Schmeiß den Fernseher weg. Schmeiß ihn weg. Petram, ich wüsste gar nicht, wann ich Fernsehen gucken sollte, dann müsste mir langweilig sein. Ich finde, dass dieses Leben und was ich mache, dass das so spannend ist, weil es kein Beruf, kein Job ist, sondern ein Beruf, der von Berufung kommt, dann wüsste ich gar nicht, wann ich Entspannung bräuchte. Macht eure eigenen Medien. Werdet eure eigenen Sender. Werdet eure eigenen Empfänger. Ihr zahlt ruhig die GEZ-Gebühr, weil sie euch das eh abziehen. Vergesst es, verlacht diese Leute. Lasst euch nicht manipulieren und sagt, hast du das gesehen? Das ist Zeitverschwendung, das zu sehen. Verschwende nicht deine Zeit, indem du Dinge siehst und sagst, hast du das gesehen? Ist das schlecht?
Kontaminiere dich nicht mit Schlechten, kümmere dich um positive Dinge. Das solltest du von dir erwarten. Und was deine Nachbarn sagen, was deine Nachbarn sagen oder deine Freunde sagen oder deine Firma sagt, vergiss es, weil das ist anpassungsfähig. Wenn diese Mahnwachen bundesweit ein Erfolg werden, wenn sie also in die Polit-Pop-Charts gehen, dann werdet ihr ganz viele Freunde haben. Dann fanden das immer alles schon geil. Vergesst es. Ihr seid Aktivisten und ich glaube, das ist das, was diese Mahnwachen leisten können. Diese Aktivisten, die hier aktiviert werden, die politisiert werden, die werden in den nächsten Jahren viele einzelne Soloprojekte machen und um die geht es. The message ist, lasst euch nicht repräsentieren. Lasst nicht andere für euch reden. Lasst nicht andere für euch handeln. Redet für euch selber. Handelt für euch selber. Denn diejenigen, die so tun, als würden sie uns repräsentieren, da gibt es klar Sprechchöre hinsetzen. Diejenigen, die so tun, als würden sie uns repräsentieren, tun das überhaupt nicht. Schaut man sich das an, was die Menschen wollen und was die Regierenden tun, das passt doch nicht zusammen. Die Logik der Repräsentation, die die Politik von heute bestimmt, das ist eine falsche Logik. Was wir brauchen, ist die Logik der Selbstaktivität, dass wir gemeinsam beginnen, unsere Umgebung, unsere sozialen Beziehungen, unsere Nachbarschaft und auch die Welt gemeinsam zu organisieren. Wenn wir nicht anfangen, das selbst in die Hand zu nehmen, droht diese Welt echt vor die Hunde zu gehen, Leute. Und ich glaube, wir sind diejenigen, die das jetzt mal gecheckt haben. Die sagen, so geht es nicht weiter. Und weil wir es gecheckt haben, stehen wir auch auf den Mahnwachen, auch wenn Deutschland ein Fußballspiel hat. Weil wir es gecheckt haben, demonstrieren wir hier, auch wenn es 30 Grad ist, weil die Welt so nicht weitergeht. Ich habe keinen Fernseher, Ken. Seit ein paar Jahren nicht. Aber ich gucke Nachrichten. Wer von euch hat die letzten zwei Tage ARD-Tagesschau geguckt? Okay. Livestream. Okay. Ich beglückwünsche euch, denn wenn man Nachrichten guckt, wird einem echt schlecht. Es wird einem echt schlecht. Seit Wochen gibt es kein Thema mehr außer Krieg. Krieg hier, Krieg da, Bürgerkrieg hier, Bürgerkrieg da. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Ist die Menschheit im Jahre 2014 wirklich zu nichts anderem imstande, außer die Welt in immer heftigeren Krieg zu ziehen? Das kann doch nicht sein. Und das müssen wir stoppen, indem wir selbst in die Hand nehmen. Denn diejenigen, die an der Macht sind, die Institutionen und Orte, wo sich die Macht verdichtet, die handeln nicht für uns. Und ich meine die Eliten, die deutschen Eliten, die amerikanischen Eliten, die französischen Eliten, aber auch die russischen Eliten, die chinesischen Eliten, die japanischen Eliten, die ganzen Großmächte, wo sich die Weltmacht verdichtet in diese multipolare Welt, treiben uns in immer heftigeren Konflikte, weil sie Interessen vertreten, die nicht unsere Interessen sind. Ihre Interessen sind letztlich Profitinteressen eines kapitalistischen Systems, das auf Wettbewerb immer brutaler, auf Ausbeutung immer brutaler, auf Wachstum immer brutaler basiert. Mechanismen dieses Systems, die nicht in unserem Interesse, nicht im Interesse der Menschheit funktionieren. Deswegen gilt es darum, sie nicht machen zu lassen. Unsere Schicksal, was passiert, in die eigene Hände zu nehmen und ihre Maschine, ihr System abzulehnen und ein neues System, eine neue Weltgesellschaft aufzubauen, die auf Kooperation, auf Kollegialität, auf Solidarität und auf Nachhaltigkeit basiert. Und das, das ist nicht als Parole gemeint. Das ist nicht als Slogan gemeint. Das ist das, was wir jetzt beginnen müssen. Lasst uns gemeinsam ausbrechen.
Lasst uns gemeinsam ausbrechen aus diesem System, das uns zu Wölfen erziehen will, gegeneinander. Das uns zu Menschen erziehen will, die mit Ellenbogen aufeinander gehen. Die eine Welt baut, die ein System ist, das unsere Natur zerstört. Lasst uns ausbrechen und gemeinsam was anderes probieren. Uns die Hand reichen. Freundschaft sollte das Prinzip sein, dass wir im Hier und Jetzt beginnen. Und eine Freundschaft, auf dem eine neue Weltgesellschaft aufgebaut werden sollte. Es geht im Grunde um eine Gesellschaft, in wir kommen so auf die Welt, wir kommen kooperativ auf die Welt, weil ein Kind würde gar nicht weiterkommen, wenn es mit der Mutter nicht kooperieren würde. Aber es macht der Mutter auch kein Angebot oder die Mutter macht ein Überangebot, sondern es ist ein natürlicher Reflex. Und wir werden dann eben in eine Konkurrenzgesellschaft hineingedrängt, wo jeder versucht, besser zu sein als der andere, weil es ist nicht für alle genug da. Komischerweise, je reicher ein Land ist, desto häufiger fällt der Satz, es ist nicht für alle genug da. Und womit hat das zu tun, dass wir uns das alle gefallen lassen, weil wir sind ja viel mehr? Das ist der falsche Respekt vor der Obrigkeit. Das ist diese ganze Einschüchterungsarchitektur von oben herab. Geht da nicht mehr hin. Wählt das auch nicht mehr. Wählt das nicht. Und ihr seid keine Antidemokraten, wenn ihr Antidemokraten nicht wählt. Weil das, was in unserer Regierung verzapft wird, ist antidemokratisch. Hartz IV ist antidemokratisch. Das sind keine Demokraten. Wenn ihr zu diesen Wahlen geht und auf diese abgedruckten Phishing-Mails hereinfallt, diese Wahlplakate, da steht im Grunde nur drauf, rette meinen Job. Gruß Steinmeier. Nein, danke. Der tut nichts für euch. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Steinmeier, Merkel, wie sie alle heißen, können in diesem System auch nichts für euch tun. Denn dass sie euch überhaupt bekannt sind über die Massenmedien, hat doch damit zu tun, dass sie vielleicht als Idealisten starten, aber auf dem Weg nach oben wird ihnen klar gemacht, dass man über Medien, die ihnen nicht gehört, sie jederzeit kaputt schreiben kann. Und damit sie bei euch bekannt bleiben, weil es geht nur über Popularität, müssen sie sich anpassen und ihre Ideen verraten. Ihr dürft diese Macht diesen Leuten nicht geben, weil sie gar nicht in der Lage sind, Idealisten zu bleiben auf dem Weg nach oben. Es ist verantwortungslos, diese Leute zu wählen. Und dann kommt natürlich die entscheidende Frage. Ja, was soll ich denn machen? Du hast doch Zeit. Du hast doch Zeit, Fußball zu schauen. Du hast doch Zeit, irgendwelche Sitcoms zu schauen. In der Zeit könntest du Dinge machen, die du gerne ändern möchtest. Und da gibt es ein ganz konkretes Ziel. Man kann auch tanzen, das ist richtig. Ein konkretes Ziel im deutschsprachigen Raum, weil wir uns erst einmal verstehen, könnte sein, energieunabhängig zu werden. Es geht nur um Energie. Wenn wir nicht mehr von russischem Gas und amerikanisch gefördertem Öl aus dem Nahen Osten abhängig wären, wenn wir auf regenerative Energie komplett umsteigen würden, da hätten wir viele Probleme nicht. Die Frage ist, sollen wir unabhängig werden oder sollen wir erpressbar bleiben? Und wenn du sagst, ich möchte nicht erpressbar bleiben, du hast heute schon die Möglichkeit, regenerative Energie zu kaufen. Du hast heute schon die Möglichkeit, zu einer Ökobank zu gehen. Du hast heute schon die Möglichkeit, Öko zu kaufen. Aber es ist so bequem beim Supermarkt, wo ich immer war. Und diese Bequemlichkeit musst du überwinden. Das ist ein Appell an mich. Ein Appell an mich. Und natürlich wirst du sagen, ja, aber damit ist ja die Welt doch keine andere. Alles, was du ändern kannst in dieser Welt, ist eh bloß du selber. Wenn du anfangen würdest, dich selber so zu ändern, wie du die anderen gerne hättest, hätten wir von heute auf morgen eine andere Welt. Und ich habe es schon mal gesagt, uns würde in Deutschland reichen ein 5-tägiger Generalstreik. Ganz Deutschland geht nicht mehr zur Arbeit. Wer will denn da wen rausschmeißen? Ja? Und ich sage euch eins, ja? Ich möchte mich an dieser Stelle explizit bei den Leuten bedanken, die dafür sorgen, dass wir das hier machen können. Die Polizei, das sind Bürger in Uniform, die das auch machen müssen, beschissen bezahlt. Und wenn es irgendwo in einem Bezirk in Neukölln mit Asylanten oder Flüchtlingen dann kracht, dann schickt man die Polizei rein mit Knüppeln und hat eine Erwartungshaltung. Wenn du deinen Job behalten willst, dann komm mit mal ein paar Skalps zurück, da haben die auch keinen Bock drauf. Ihr müsst eure eigenen Beamten, die ja ihr seid, schützen, dass sie solche Jobs machen müssen, indem ihr dafür sorgt, dass sich solche Situationen gar nicht ergeben. Das ist eure Aufgabe. Und dafür bist du zuständig. Und es ist mir übrigens furchtbar peinlich, dass in einer Stadt, die so reich ist, dass es überhaupt solche Verhältnisse gibt. Diese Stadt ist wahnsinnig reich. Diese Stadt kann sich einen Flughafen leisten, der nie fertig wird. Freunde, ein Riesenlacher für diese Stadtplaner, komm.
Und wir, erinnere ich mich, haben uns neulich noch lustig gemacht über die Olympiade in Russland, weil da gab es Baumängel, sagten wir von unserem Flughafen aus. Das ist deutsche Arroganz. Und was ich auch sagen möchte, ja, es ist mir wichtig, wir leben hier in Deutschland natürlich wie die Made im Speck. Dass wir überhaupt stehen können, gut situiert, gut ausgestattet, liegt daran, dass wir noch eine mehr oder weniger gut funktionierende Wirtschaftsdemokratie haben. Aber hier kann man seine Sachen noch sagen, ohne dass ein Lastwagen kommt. Wir alle profitieren davon, dass wir in einem imperialistischen System sind, was auch für uns mordet. Was uns die billige Energie liefert, weil ein Liter Benzin ist mehr wert als 1,60. Das wisst ihr alle, wenn ihr in den Urlaub fliegt. Aber ihr kommt aus der Nummer nicht raus, weil es macht ja Spaß, der neue M3. Er macht Spaß. Das ist ein Suchtpotenzial. Das muss man bei sich. Wie soll ich denn dann weitermachen? Mach es wie bei einer Bergtour, bei der du dich verlaufen hast. Halt erst mal an. Halt an. Und zieh dich um. Und stell dir die Frage, ob der Gipfel, auf den du angeblich musst, ob das überhaupt dein Gipfel ist oder ob es dir im Basislager nicht viel besser gefallen hat unten im Tal. Vielleicht war es da viel geiler. Wir haben die falschen Ziele, die falschen Doppelhaushälften, die falschen Karrieren, die falschen Symbole, die falschen Sportler, die falschen Politiker. Das sind immer andere Leute. Warum? Warum macht ihr denn Fotos von mir? Macht Fotos von euch! Richtet die Kameras nicht auf mich und Petra, richtet sie auf euch! Ihr seid die Leute, das ist schon die Erziehung. Die wichtigen Dinge laufen auf der Bühne ab. Nein, die wichtigen Dinge laufen in deinem Kopf ab. Okay? Deswegen richtet die Kamera auf euch und betrachtet das als den Startpunkt. Ich war heute hier und ich schwöre mir, ich beginne heute ein anderes Leben und welches finde ich selber raus, da brauche ich ein Jetzt nicht. Genau so sieht's aus, Freunde. Ihr seid die Basislager. Ihr seid, wir zusammen sind die Basislager für eine andere Welt. Und wir beginnen es im Hier und Jetzt. Und wir sind so wichtig für eine andere Gesellschaft, ja. Wir sind so wichtig, die Kultur, die wir gemeinsam entwickeln. Denn es werden auch Eliten kommen. Es werden Projekte kommen, die uns trennen wollen. Die uns erzählen werden, die Muslims, die machen unsere Werte kaputt. Die Schiiten, das sind Kafar, die glauben gar nicht an Allah. Die Christen, ah, das ist eine komische Religion. Die Schwarzen sind komisch. Die Homosexuellen zerstören die Familie und so weiter und so weiter. Sie werden kommen und versuchen, uns voneinander zu trennen. Aber wir sind hier und wir werden die Stimme sein für eine solidarische, soziale Einheit der unteren und mittleren Klassen und Schichten, weil wir nur gemeinsam diese Welt verändern können. Und wir werden jede Spaltungslinie zurückweisen, egal wo sie herkommt. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Viele, viele schöne, spannende Beiträge warten noch auf euch. Ich will nur damit zum Ende kommen, denn das, was wir begonnen haben, mit diesen Mahnwachen. Wir waren nicht die Ersten und wir werden nicht die Letzten sein. Aber lasst uns diesen Weg gemeinsam, geduldig, aber entschieden weitergehen. Ein Ausbruch aus dem ungerechten System, der Aufbau, ein neues Wertesystem, eine neue Gemeinschaft und Kultur, die was anderes repräsentiert. Vielleicht sind wir nur die Flaschenpost für die nächsten Generationen. Vielleicht werden wir das alles selber nicht erleben, aber wir werden lebenlang für eine andere Welt ringen müssen, denn diese Welt da draußen, sie ist nicht in Ordnung. Was wären die nächsten Schritte, die ihr sofort gehen könnt? Ich habe lange für öffentlich-rechtliche Medien gearbeitet, über 25 Jahre, bis ich festgestellt habe, dass ab einem gewissen Punkt ein Tabuthema beginnt. Wie kann es Tabuthemen geben in einer Demokratie, wo man offiziell über alles sprechen darf, auch noch als öffentlich-rechtlicher Täter das sogar tun muss? Wie kann es da, gab es da Tabuthemen und wer legt das fest? Der Journalismus ist seit dem 11. September 2001 gehijackt. Das ist der entscheidende Punkt. Diese Welt ist seit dem 11. September eine andere. Man darf über viele Dinge nicht reden, sonst ist man ein Verschwörungstheoretiker. Man darf in diesem Land offen nicht reden, sonst wird man ausgegrenzt. Wer grenzt hier wen aus? Wer möchte nicht, dass über gewisse Dinge geredet wird? Ich sage nur WTC7, das ist doch 11 Jahre her oder 12, das spielt keine Rolle. Der Fall ist offen, Freunde. Der Fall ist offen. Und da bleibe ich dran. Also,
Für mich ist es ein Schlüsselmoment. Ab dort wurde massiv gelogen, denn wenn nur einer der Punkte, die dort offen sind, in einem normalen Kriminalfall offen wären, würde der Fall wieder aufgenommen. Aber es gibt Eliten, die das verhindern wollen. Aber die sozialen Medien, und ich gehöre dazu, wir machen trotzdem weiter. Die Büchse der Pandora ist offen. Und das ist auch ein Symbol, dass wir uns nicht kleinkriegen lassen. Was könnt ihr tun? Unterstützt eure sozialen Medien. Ich möchte euch gerne informieren, indem ich Leute interviewe, die schlauer sind als ich. Aber ich kann euch nur dann erreichen, wenn ihr eine Basis, wenn ihr einen Draht schafft. Benutzt diese investigativen Systeme, die Überwachungssysteme, doch gegen die, die sie installiert haben. Der Draht von der NSA zu mir führt doch von mir zur NSA. Hey, ich benutze Facebook anders, als Facebook mich benutzt. Facebook sammelt Daten und ich verteile Informationen. Verteilt die Informationen, macht euch schlau und surft im Internet, um das neueste Angebot herauszuwischen. Das ist Arbeit, das ist Schulunterricht. Und ihr müsst euch die Frage stellen, warum das, was ich euch im Netz erzähle, neu ist. Warum hat man euch jetzt in der Schule nicht beigebracht? Das ist doch ein Riesenversäumnis. Ja? Im Grunde genommen setze ich die Steuergelder, die ich gar nicht bekomme, nur so ein, dass sie richtig eingesetzt werden. Ihr müsst euch selber schlau machen, indem ihr eure eigenen sozialen Netzwerke unterstützt. Dann kann man sie nicht wegdiskutieren. Und wenn ein Portal abgeschaltet wird, kommt ein neues dazu. Das können wir von der Natur lernen. Wenn eine Straße 3-4 Monate nicht befahren ist, sind da neue Pflanzen, die aus dem Boden rauskommen. Das ist ein Symbol. Lasst euch nie klein machen. Lasst euch nicht kaputt machen. Gebt niemals auf. Und ihr seht ja, die enorme Wucht des Totschweigens dieser Mahnwachen in den Medien bedeutet, wie relevant ihr seid. Ihr seid relevant. Und sie haben extrem große Angst vor Leuten, die zu viel wissen und die falschen Fragen stellen. Nicht ein Mainstream-Medium hier, oder? Es sind die Menge Mainstream-Medien hier. Die haben sich nur versteckt und schreiben später für die Rundschau, die Taz oder so. Weil sie nicht mal den Mumm haben, zu zeigen, dass ich für die Taz, die Rundschau, die Welt schreibe. So feige sind diese Kollegen. Ist das schlecht? Oder das Weiß-Magazin. Ist das schlecht? Niemand hat je mit uns geredet, immer über uns. Ich habe neulich gelesen, dass es diese Bewegung ja gar nicht gibt. Es gibt euch gar nicht. Schaut euch das an. Zeigt euch mal, steht mal auf, die es gar nicht gibt. Dafür sind wir viele. Ja, die offene Hand für die, die es gar nicht gibt. Ja. Und ich würde euch wirklich bitten, dass ihr diese, ich will sie nicht Kollegen nennen, sondern Leute, die in diesen Medien arbeiten müssen, dass ihr diese Kollegen, die das schreiben müssen, mit offenen Händen empfangt, indem ihr sagt, kommt in die sozialen Medien, da könnt ihr auch wieder euren Job ausüben und die Wahrheit veröffentlichen, nicht irgendwelche die komischen Lügen, die Propaganda sind. Empfangt diese Kollegen mit offenen Armen. Wir mögen euch!